Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, das Thema Flüchtlinge und die Folgen daraus für Europa, für Deutschland, für Hessen ist ein wichtiges Thema und wir werden es ja auch im Ausschuss oder in den Ausschüssen nochmal vertiefen. Aber heute möchte ich doch das eine oder andere nochmal grundsätzlich aus Sicht der FDP dazu sagen. Das Thema wird sich verschärfen. Die internationale Situation ist so, dass eigentlich monatlich Krisenherde dazukommen. Man hat nicht den Eindruck, dass irgendwo auf der Welt Krisen entschärft würden. Und jede Krise sind menschliche Schicksale, sind Menschen, die vertrieben werden und Menschen, die Sicherheit suchen. Und eine der wenigen Möglichkeiten zur Flucht ist natürlich auch die Europäische Gemeinschaft, Deutschland und Hessen. Und darum ist das für uns eine Herausforderung, an der wir eigentlich jetzt am Anfang stehen. Wir haben Instrumente geschaffen für Situationen, die jetzt nicht mehr aktuell sind. Und diese Instrumente müssen verändert werden. Zwingend und schnell. Es ist nicht möglich, die Staaten Italien, Griechenland weiter allein zu lassen mit den Herausforderungen, sondern es ist zwingend notwendig, dass diese Herausforderungen auf alle Schultern in der Europäischen Union verteilt werden. Und nach Ansicht der Liberalen hat auch Deutschland, haben deutsche Schultern dort mehr zu tragen. Und es muss eine Verteilung der Flüchtlinge in ganz Europa geben, die sich nach unserer Sicht an der Bevölkerungsstärke und an der Wirtschaftskraft der Staaten orientieren muss, damit auch sichergestellt ist, dass eine adäquate humanitäre Unterbringung und eine Betreuung der Flüchtlinge sichergestellt ist. Dazu haben wir heute drei Anträge, die alle in einer Grundtendenz in eine ähnliche Richtung gehen. Und vielleicht ist es möglich, im Ausschuss auch etwas Gemeinsames zu formulieren und sich gemeinsam hinter eine Initiative zu versammeln. Ich muss sagen, der Antrag der Koalition beinhaltet Möglichkeiten dazu, aber er gibt auch Anlass zu Vorsicht. Die in ihrem Absatz 2 der Schwerpunkt auf den Schwerpunkt zu setzen auf die Verantwortung der Staaten, die jetzt schon die Hauptlast tragen, lässt die Vermutung zu, dass sie auch weiterhin eine große Verantwortung bei diesen Staaten sehen. Und der dritte Abschnitt zu sagen, diesen Staaten können wir besonders mit Geld helfen, lässt auch vermuten, dass sie es vielleicht mit der Verteilung der Flüchtlinge in einem, das ist aber der Hoffnungsschimmer in ihrem Antrag, gerechten Verteilungssystem auf Europa zu verteilen, nicht ganz so ernst meinen. Aber das können Sie im Ausschuss widerlegen und das können Sie im Ausschuss dann auch richtigstellen, indem Sie sich dafür einsetzen, dass wir eine gemeinsame Initiative des Hessischen Landtags auf die Beine stellen. Also aus meiner Sicht Vorsicht, aber Hoffnung. Was ich allerdings nicht mit Hoffnung und Vorsicht verbinden kann, Frau Öztürk, ist dieser Ausflug in die hessische Landespolitik. Das war dünnes Eis, Frau Öztürk, sehr dünnes Eis. Wenn Sie hierher kommen und ähnlich wie der Kollege Bocklet, als ich dessen Pressemitteilung zur Bejubelung der 60 Millionen mehr für den Asylbereich gelesen habe, habe ich gedacht, Kollege Bocklet, vielleicht gucken Sie mal einen Haushaltsplan und stellen Sie mal einen Zusammenhang mit der Zunahme der Flüchtlingszahlen und der Erhöhung der Haushaltstitel und der gesetzlichen Aufgaben des Landes Hessen im Zusammenhang her. Diese 60 Millionen sind nichts anderes als eine Erfüllung der gesetzlichen Leistungen. Und die gesetzlichen Leistungen, das sagt uns die kommunale Familie, sind nicht ausreichend, um eine adäquate Unterbringung der Flüchtlinge sicherzustellen. Das ist ein Armutszeugnis dieser Landesregierung an dieser Stelle. Ich kann verstehen, dass man kurzfristig vielleicht hier nicht den Handlungsrahmen hat, den man bräuchte. Aber ich sehe keine Signale der Landesregierung, der kommunalen Familie entgegenzukommen, in Verhandlungen einzutreten, um endlich einmal abzubilden, welche Kosten tatsächlich vor Ort entstehen. Und ich sehe, Frau Öztürk, dass Sie dabei sind, einen Graben auszuheben. Sie können sich nicht beschweren darüber, dass die Opposition Dinge benennt, sondern Sie müssen sich dann auch als Brückenbauerin erweisen. Und dann müssen Sie auch sehen,
dass sie entsprechend die Union oder wer auch immer dort das Problem ist, auf sie einwirken, dass sie sich bewegen. Und dass die erste Bewegung wäre ein klares Bekenntnis zur Veränderung des Landesaufnahmegesetzes und ein klares Bekenntnis zu der gemeinsamen Aufgabe, die Kommunen ausreichend in die Situation zu versetzen, die Aufnahme der Flüchtlinge auch ordentlich zu gestalten. Das vermisse ich. Und Frau Öztürk, es gibt ja schon einen Punkt, den Sie angesprochen haben, die Erstaufnahmen durch das Land Hessen. Wir haben uns als Fraktion in Gießen mal erkundigt, haben uns das mal angeguckt und haben uns dann erläutern lassen, dass mittlerweile bereits Flüchtlinge nach zwei Wochen zugewiesen werden. Ein Großteil des Asylverfahrens, was früher dort stattfand, wird jetzt vor Ort abgewickelt. Und vor Ort stehen keinerlei Beratungspotenziale oder Unterstützungspotenzial zur Verfügung, hier eine angemessene Begleitung durchzuführen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Sie hier gerade ausgeführt haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, Sie sind in großer Verantwortung, gerade als Grüne. Sie haben immer den Finger erhoben und haben sich auch hier wieder an dieser Stelle sehr stark positioniert. Sie haben gesagt, Sie wollen an der Stelle was für Hessen bewegen. Sie wollen was für die Flüchtlinge bewegen und Sie wollen was für die Kommunen bewegen. Momentan ist Stillstand und Rückschritt. Das vergrößert den Weg, den Sie gehen müssen, nach dem, was Sie hier gesagt haben. Und Sie können sicher sein, dass die Opposition, gerade Sie persönlich, aber auch Ihre Fraktion, an dem messen wird, was Sie vor kurzem hier an dieser Stelle gesagt haben. Weil das bedeutet ganz konkret, dass das Landesaufnahmegesetz geändert wird, dass in den Lesungen des Haushaltes eigentlich noch eine Nachmeldung kommen müsste. Und das bedeutet ganz konkret Aufnahme der Landesregierung, Verhandlungen mit den kommunalen Trägern, das Eingestehen der Verantwortung und das sozusagen Anerkennen seiner gesetzlichen Aufgaben für diese Aufgabe. Und genau diese Punkte müssen Sie umsetzen. Ansonsten ist all das, was Sie hier gesagt haben, nichts wert. Und daher möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal vielleicht einen persönlichen Ausblick wagen. Wenn Sie sich nicht selbst bewegen, wenn Sie nicht die Erkenntnis haben, dass das ein Thema ist, das der Hessische Landtag und die Hessische Landesregierung offensiv gestaltend angehen muss, dann wird sie die Realität einholen, und dann wird die Realität gestalten und dann wird die Hessische Landesregierung hinterherlaufen und dann wird alles viel schwieriger, viel teurer und für uns als Gesellschaft eine noch deutlich größere Herausforderung, und das wollen wir vermeiden, indem wir den Finger in die Wunde legen, Sie auffordern, das, was Sie hier gesagt haben, auch umzusetzen und für uns natürlich auch gemeinsam mit Ihnen unsere Vorschläge umzusetzen, um den Flüchtlingen hier in Hessen auch eine gute Möglichkeit der Entwicklung zu geben und ihnen auch, wenn das nötig ist und möglich ist, eine zweite Heimat zu geben. Vielen Dank. Applaus